Hallo, hallo, hallo und willkommen, liebe Freunde. Ja, es wird Zeit für einen neuen Mod. Guckt, ihr seht ja alle, Freunde, es ist Half-Life 1. Nein, es ist nicht Half-Life 1, warum auch immer ich hier den Half-Life 1 Hintergrund habe. Naja, okay, darauf scheißen wir. Falls ihr mir nicht glauben solltet, es ist Sehanger. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ihr freut euch ja alle so schon auf diesen Mod und ja, könnt es ja kaum abwarten. Und da mir ja sowieso jetzt irgendwie Die Hard noch einen Strich durch die Rechnung gezogen hat, gehe ich einfach erstmal weiter und muss erstmal gucken, ob ich das irgendwie jemals wieder hinkriegen sollte, weil so ist es bescheuert. Ah ja, okay. Ja, wir sind bei Zayhanger. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Gut, ja, erzählen. Story. Story ist, wird sowieso nicht viel verraten. Man ist ein Schriftsteller, der auch recht berühmt ist. Und man hat irgendwie schon ein Buch rausgebracht, bla. Und wie gesagt, man ist ja schon dadurch recht berühmt. Und ja, der Schriftsteller mietet ein Haus irgendwo weit aufs Land. Und da soll man dann halt hingehen. Und in Ruhe das Buch weiterschreiben, was man gerade arbeiten sollte, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Und während der Fahrt hin, da passiert schon irgendwie einige specialigen Sachen. Da werden wir dann irgendwie hören wir Radio und dann kommt so eine Zwischenmeldung von wegen, dass da irgendwelche besonderen atmosphärischen Störungen geben soll in dieser Gegend, wo wir gerade sind. Naja, und mehr wird einem auch nicht verraten. Und Story, ja, wird halt im Laufe des Spiels frei. Naja, ist irgendwie logisch, oder? Stand zumindest in der Beschreibung. Ich bin gespannt und wenn ihr euch so freut, freue ich mich auch. Ich bin eigentlich auch doch, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das schon gesehen habe, es sah schon echt interessant aus. Es gibt ja auch viele Half-Life 1-Spiele, sind ja nicht nur die Source-Mods, die gut sind. Also Half-Life 1-Spiele finde ich persönlich auch alle sehr, ziemlich gut. Also vielleicht sogar noch besser, weil, naja, ich weiß nicht, vielleicht sind die auch hier besser programmiert. Naja, mal gucken. Wir nehmen mal easy. Trainingsraum, glaube ich, das hat hier keinen Sinn. Ja, was ist denn das für eine Lusche? Der nimmt ja nur easy. Oh, es geht ja schon geil los. Dum, 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 dum. Da, genau, BMF-Radio. Das ist es. Das Radio. Die geile eckige Tasse, ey. You're listening to BMRF Radio. We interrupt this program to bring you a special news report. Unknown atmospheric Kaffee. phenomena have been reported throughout the area. Meteorologists have been unable to identify the source of the strange electrical displays, but we will keep you informed of any developments. We're returning now to our regular programming. Ich vermute mal, dass er jetzt das gesagt habe, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe ihn aber nicht zugehört, weil. Oh. Na, ich dachte schon. Dachte, jetzt musste noch irgendwas laden. Was war das für ein Geräusch heute? Ja, eine Kirche, das passt natürlich wieder hier. Ich weiß, wer die Verräter sind, wer die Bösen sind. Da fahren wir. Wie geil ist denn das, Mann? Guck mal, eine kleine Heckweb. Los, fahr weiter. Überfahr sie. Also der hält für eine Headcrab, würde ich nicht machen. Naja. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich. Die Frösche! Das hört sich an, als wenn einer rülpst. Oh, Entschuldigung. Das war der Frosch. Also ich war das nicht. Jetzt fährt er im Tunnel. Ah ja, guck mal, da ist er wenigstens noch ein Mensch. Ja, hier machen wir einfach ein bisschen Zelten hier am Straßenrand. Hallo! Hallo! Ja, ihr seid eh nachher tot, das wette ich mit euch. Aber cool gemacht, muss ich sagen. Also. Oh, jetzt kommt der Geist dazu. Ah ja, PC Gamer. Das lag schon vorne auf dem Tisch bei den Radiotypi, PC Gamer.
Aber jetzt fängt es natürlich auch noch an zu regnen, Gewitter, es ist ja perfektes Wetter für einen Schriftsteller. Ja, ich glaube, na, jetzt darf ich doch gleich, oder? Weil ich habe schon Lebensanzeige und Lichtanzeige. Ja, war klar, voll vom Blitz getroffen, Alter. Übel. Da hat sie ihn erstmal voll beim Scheißen beim Blitz getroffen. Na klar. Gucken wir mal kurz. Aha, lol. Nein, wir tauchen jetzt mal auf. Oh, Hilfe, Hilfe. Unfall. Wurde vom Blitz getroffen. Ist hier was? Gruselige Geräusche. Gibt es mehrere Wege? Kann das sein? Oder komme ich hier, komme ich gar nicht hoch? Kann das sein? Naja, die Blitzgeräusche hört sich ein bisschen strange an, Freunde, aber okay. Ist ja nicht so wichtig. Ist ja auch Half-Life 1. Wahrscheinlich auch ziemlich alt. Oh, laute Grillen. Ey, wie verrückt der Typ hier ist. Ich würde doch hier nicht irgendwo einfach irgendwo lang schwimmen. Der weiß gar nicht, wo er ist, ja, und schwimmt einfach irgendwo lang. Ah, geh doch mal raus. Oder vielleicht weiß er... Ich höre hier komische Geräusche. Ja, hier kommen wir noch nicht lang, schätze ich. Da fehlt uns noch irgendwie eine Waffe oder sowas. Und das hier? Keine Ahnung. Guck mal, Käfer, Kakerlaken. 88 HP, naja, wir wurden ja vom Blitz getroffen, ist ja klar irgendwie. Guckt mal da, da ist ein Skelett. Wartet mal, ich kann mich nicht so richtig... Na, ihr seht es schon. Steht da irgendwas? Naja, ich habe ja noch keine Waffe, kann ich bestimmt... Passiert bestimmt irgendwas nachher noch. Ist erstmal eine übelste, eine Gruft drinne. Oh, ich hab Angst, Freunde. Na. Okay. Da flackert schon sehr auffällig. Geh hier lang. Hier ist es gefährlich. Okay. Oder vielleicht ist es nicht mal eine Gruft. Vielleicht hat hier der Massenmörder seine ganzen Leichen verscharrt. Ist das hier? Ach so! Entweder sollte das mir jetzt Angst machen. Nee, das ist hier soll noch jemand rein. Bestimmt ich. Ich lache noch. Doch lache ich. So, mal tiefer. Ich muss bestimmt den ganzen guckigen Weg nachher noch zurücklatschen. Ach, wir sind bei der Kirche. Mann, bin ich ein Blitzmerker. Das sind die Opferungen hier alle. Ich dachte, ich muss da nochmal zurück. Doch nicht? Ah, das sollte mir Angst machen. Geräusche von oben. Macht's aber nicht. Oh, die lauten Grillengeräusche. Also die von... Oh, der... Vielleicht sollte ich mal die Geräusche ein bisschen leiser machen. Aber ich glaube, das hört ihr dann sonst nicht so gut. Ich will doch nicht rein. Ah, schade, ich dachte, man kann den Namen lesen. Nächstes Level, oder? Oh, nee, doch nicht. Hä? Achso, es ist da hinten. Ah, diese scheiß Half-Life 1 Taschenlampe, die ist total sinnlos. Das ist einfach nur ein Punkt beleuchtet. Warum brennt es hier? Damit ein Kreuz... Ah, wartet mal, kratzen. Gut. Ein Kreuz hier an der Wand leuchtet? Naja, das soll mich bestimmt schon verschrecken. Ah, Ladescreen, sagte ich doch. Dann kann ich gleich einen Schluck Kaffee wieder trinken. So, weiter geht's. Ist das ein Strand? Boah, wie ein Land. Jawoll, liegt erstmal ein Toter. Klar, da gehen wir jetzt mal hier weiter. Wir sind ja Indiana Jones oder so. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, obwohl hier schon Tote liegen. Ach so, die sind so verschlossen. Prinzipiell. Ich gehe mal ins Wasser, Freunde.
Ach so, ich dachte, vielleicht gibt's hier irgendwie was, weiß ich nicht. Schon Raketenwerfer oder so. Na, ist hier was? Naja, schade. Na okay, dann hätten. Ah! Das gehört, Freunde? Ah ja, okay. Ich will nochmal schnell hier oben gucken und dann geht's weiter. Ah, hier geht's weiter, schätze ich mal. Oder? Wo geht's denn jetzt weiter? Hier oder da? Scheiße, wir haben zwei Wege. Ach, ich hasse sowas. Ich gehe mal oben lang. Vielleicht ist es gar nicht der richtige Weg. Ach so, wir haben bloß einen weiteren Friedhof gefunden. Okay. Ich geh mal. Ja, war klar. Hä? Nee, wartet mal, Freunde. Hä? Das kann ja nicht sein. Einer von den Wegen muss doch hier. Ah! Muss doch ein Ende haben. Dann ist das hier kein richtiger Weg. Ah! LOL! Freunde! Das ist hier überall geht's weiter. Ah, hier ist die Kirche. Hm. Mann, das ist doch assi. Ich hasse das immer mit zwei Wegen. Ich guck nochmal meinen anderen, wo lang der geht. Wir tasten uns so weit immer ein bisschen weiter voran. Der führt ja ganz woanders auch lang hier. Ich lasse hier irgendwas vorwegnehmen, was gar nicht geplant war. Jetzt sind wir hier oben. Hier kommen laute Geräusche. Ich gehe doch gleich später was auf, das sieht man schon am Rand hier. Hier, die, dass da helle und dunkle Stellen sind. Voll doof irgendwie, aber okay. Ah! Wollte nicht runter. Nö, also hier geht's noch nicht weiter, dachte ich mir schon. Dann wird, das habe ich mir jetzt fast vorweggenommen. Nö, dann muss ich später nicht suchen. Ah! War das laut, Freunde? Okay. Gehen wir mal zur total unverdächtigen Kirche, wo ich schon toter davor liegt. Nein, das ist sehr unverdächtig. Lalalalalalala. Ja, aber ich möchte noch eine Waffe vorher bitte haben. Ein Brecheisen mindestens. Schöne orientalische Musik. Ist doch einladend, Freunde. Ah, geh auf! Ja klar, Jesus. Kann ich Grab? Ne, kann ich nicht öffnen. Wette mit euch, da kommen später noch ganz viele Zombies oder so. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl so. Ah, hier geht's nach oben. Hier ist eine aufgebrochene Tür. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Several reports of strange happenings in the local countryside have been received here at the radio station. Sheriff Chester Rockwood insists that such reports are just hearsay and rumors, likely spread out by his rivals in an attempt to undermine his positions in the upcoming elections. Rumors or not, some of these reports are very disturbing, and until they can be dismissed, we are advising people to be cautious and stay indoors. We now return you to our previous broadcast. Hinter uns hat sich eine Tür von alleine geöffnet. Der lebt noch. Aber ich habe da noch eine Leiter. Ein Regenschirm, Digga. No, 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 get it off me. Get it off, get it off. Warum? Jawohl, Freunde. Wir haben einen Regenschirm zum Verprügeln. Oh, wie krass. Ich wollte schon mal sicherheitshalber killen. Ich weiß, dass der so spät an mir in den Rücken fällt. Jawohl, bei Tote. Lassen die. Ah! Ah, ich kann. Ah, ich treff nicht. Ah! Ich treffe aber die Wand. Wo kommen die Geräusche her? Ah! Ja, das machst du richtig. Jawohl!
Crush me. Mann! Ey, ich treff die Penner nicht! Okay. So, wir haben hier jemanden schießen und sterben gehört. Wir gehen mal nach oben. Ah, ich bleib hier überall hängen. Ja, klar. Ah, da sind noch eine. Die machen Geräusche. Und Flacken, jawoll. Oh, schön laut. Schöne Trommelfell erstmal platzen lassen. So, wir gehen wieder runter. Wir haben jetzt eine Pistole schon. Und es hat sich eine weitere Tür geöffnet. Ich wundere, dass der Typ wieder noch nicht auf. Hä? Dass der Typ noch nicht aufgestanden ist, Freunde. Na gut. Gehst du auf? Nicht? Na, okay, dann halt nicht. Ist das schon das Jesusbild zerschlagen, ey? Ach ja. Okay. Die kommen gerade überall raus. Naja, okay. Brain. Ah, dass man die hier so scheiße treffen tut. Ah. Okay, stirb doch mal. Au! Alter! Stirbt! Fresh meat! Brain! Wie die aussehen! Wie der Typ von Texas Chainsaw Massacre. Voll zusammenhängende Gesicht irgendwie. Okay. Komm her! Mach dir Matsch mit meinem Regenschirm! Ja! Ja! Oder wie so ein Clown. Das waren früher Clowns gewesen, Freunde. Aua! Boah, die machen aber Schaden und ich spiele auf einfach, Freunde. Ah, mir schläft das Bein ein. So. Meat! Brain! Ich weiß gerade nicht. Ach, hier, der hier. Na. Okay. Alter. Nein, scheiße, Alter. Au, die machen 10 Schaden pro Schlag. Vielleicht sollte ich mal doch. Nee, die Pistole darf eigentlich nicht so viel Munition. Ich will ein bisschen sparen. So. Wow! Den hätte ich beinahe übersehen. Los, stirb! Okay. Da höre ich doch noch welche. Ich habe Angst, Leute. Ach, hier ist ja einer, genau. Ey, was soll das? Wie doof ist denn das gemacht, Freunde, hier? Ey, ist doch bescheuert. Ach so, wahrscheinlich zählt das hier noch als alles zu Holz und so. Komm, ich will dich killen. Ach Mann, du blöd Mann. Wow. Hä? Ich hätte die aber auch von rechts und so. Ich habe keine Lust drauf zu gehen. Ja, ist aber nur der eine. Hoffentlich. Ah, jetzt kommt er. Okay. Ah, Mann, das ist echt doof hier mit den. Ich brauch Leben. Okay, gut, den haben wir zu Brei geschlagen. Wir wissen ja, wo lang wir müssen. Okay, cool, wir haben ein kleines Tor jetzt öffnen. Oh, habt ihr gesehen? Oh, die gehen mir auf den Sack da oben, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir gehen mal in das sichere Dings hier rein. Wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das hier so sicher ist. Aber den habe ich ja auch mitnippelt. Okay, Freunde.
Freut euch auf den nächsten Part. Es scheint ja echt interessant zu werden, Freunde. Ich hoffe, ich würde mal ein bisschen mehr erleben. Okay, Freunde. Tschüss.